Heute muss ich mit euch über die Nachteile des Reisens sprechen, denn die tollen Bilder, die man immer sieht und die super Videos sind nur ein Teil der Geschichte. Reisen hat auch viele Nachteile. Kennt ihr das? Ihr werdet wach und wisst nicht genau, wie spät ist es und vor allen Dingen, wo bin ich? Ich habe echte Probleme damit bekommen, morgens so die ersten Sekunden zu realisieren, wo ich bin. Bin ich in Thailand? Bin ich in Nepal? Bin ich in Costa Rica? Und teilweise wache ich auf und denke mir, ja super, ich mache jetzt das und das und stelle dann fest, ach nee, geht nicht, ist 10.000 Kilometer. Entfernt. Ich möchte mich nicht über mein Luxusleben beschweren. Es ist alles gut, wie es ist, aber ich möchte euch die Nachteile aufzeigen. Ich habe für mich realisiert, ich brauche einen Ort und vor allen Dingen die Zeit, wo ich mal zur Ruhe kommen kann, wo ich im Hier und Jetzt ankommen kann. Und das ist für mich tatsächlich meine Wohnung in Köln und auch mein Kölner Umfeld. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, das Ganze auch Basecamp Cologne zu nennen, weil tatsächlich in meinem Empfinden stellt meine Wohnung das Basecamp da und von diesem Basecamp aus regel ich nicht nur meine Reisen, sondern halt mein komplettes Leben. Es gibt ja auch viel Bürodinge, die man erledigen muss, einfach damit so eine Reise funktioniert, damit das Geld da ist, damit man leben kann. Was man anfangs nicht glaubt, der Freundeskreis wird kleiner. Man hat zwar eine ganze Menge WhatsApp-Kontakte, aber das sind natürlich irgendwie auch keine richtigen Freundschaften, weil man die Leute nicht in den Arm nehmen kann. Ich habe es halt oft in Köln, dass mir Freunde erzählen, dann haben wir, dann wollten wir und dann sage ich, ja und warum hast du dich nicht gemeldet? Und dann werde ich mit großen Augen angeguckt, ja du warst doch sowieso wieder irgendwo auf der Welt unterwegs. Und ich sage, nein, war ich nicht, ich war 4 Wochen in Köln. Ach so, wenn wir das gewusst hätten. Diese Erlebnisse sind halt sehr, sehr häufig. Erinnern mich daran, als ich noch Dauernachtdienst in der Krankenpflege geleistet habe, also Vollzeitstelle im Dauernachtdienst. Und da hieß es dann immer, ja du hast doch sowieso Nachtdienst, aber dass ich 16 Tage frei im Monat hatte, das hat keiner gesehen. Wenn man Freunde erwähnt, sollte man natürlich auch die Familie erwähnen. Mir kommt es schon so vor, als wäre ich ein Stück weit von meiner Familie entfremdet. Die leben nicht in Köln, das ist an sich schon mal ein Problem, aber 150 Kilometer kann man jetzt noch recht schnell zurücklegen. Aber wenn man natürlich immer irgendwo 10.000 Kilometer weg ist, wird das Ganze schwieriger. Ich bereue das irgendwie schon, dass ich bei der Einschulung meiner Neffen und Nichten nicht da sein konnte. Ich war auf diversen privaten Feiern nicht anwesend. Das ist halt der Preis, den man bezahlen muss, wenn man andere Kulturen und Länder kennenlernen möchte. Ich erlebe es relativ häufig auf Partys bei Menschen, die mich nicht kennen, die meine Vorgeschichte nicht kennen, dass da Zweifel gehegt werden, ob meine Geschichten so alle stimmen. Ich habe mittlerweile gelernt, das einfach zu ignorieren. Ich erzähle auch viel weniger. Ist vielleicht auch ein Grund, warum ich vor 2 Jahren hier mit diesem Kanal angefangen habe, damit ich meine Geschichten einfach mal erzählen kann an Menschen, die es interessiert und die es nachvollziehen können. Auf Partys werde ich dann doch eher, habe ich so den Eindruck, als Aufschneider dargestellt oder als Angeber. Beides möchte ich natürlich nicht, deswegen bin ich mittlerweile eigentlich eher ruhig. Ich erzähle auch sehr wenig Leuten von diesem YouTube-Kanal, da ich denke, der Algorithmus von YouTube findet tatsächlich die Menschen, welche meine Erlebnisse interessant finden. Übrigens an dieser Stelle, wisst ihr Bescheid, ich schaue währenddessen mal auf den Monitor. Ja, was mich jeden Tag aufs Neue, wenn ich reise, richtig fordert, ist, du lernst neue Menschen kennen. Teilweise bist du von ihnen abhängig, weil du irgendwo stehst und jetzt von A nach B kommen musst, aber es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr oder du brauchst einfach ihre Expertise, kennst die Menschen aber nicht und musst dich jetzt den Menschen anvertrauen. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Menschenkenntnis entwickelt, ist für mich bisher auch immer ganz gut ausgegangen, aber einmal die falsche Entscheidung getroffen und ja, die Person kann dich vielleicht töten, umbringen, was auch immer. Jeder, der viel reist, sollte mit Reisegepäck zurechtkommen. Warum? Du kannst dich einfach nicht darauf verlassen, dass die Fluggesellschaft dein Gepäck auch wirklich zustellt, dass sie es rechtzeitig zustellen. Ich habe mittlerweile immer nur noch das Nötigste im Handgepäck, dass ich notfalls auch meinen gesamten Urlaub mit den paar Dingen auskommen kann. Im Ausland ernsthaft erkranken ist ein großes Problem. Ich habe das bisher noch nicht gehabt. Ich kann mir auch ganz gut selber helfen. Aufgrund meiner medizinischen Vorbildung kann ich da recht viele Dinge alleine regeln. Aber wenn ich einen Verkehrsunfall hätte und mir selber irgendwie nicht helfen kann, muss ja nur Dengue-Fieber sein, dann hätte ich ein echtes Problem. A, musst du das Gesundheitssystem im Land kennen. Du musst irgendwie zu der medizinischen Versorgung hinkommen. Rettungsdienste wie bei uns gibt es nicht überall. Und dann musst du auch bar bezahlen. Dessen solltest du dir immer klar sein. Ich selber trage immer wenigstens neben meiner Kreditkarte auch eine Kopie des Reisepasses bei mir, dass wenn ich irgendeinen Verkehrsunfall habe, man mich zuordnen kann, dass wenigstens irgendwann mal die Botschaft erfährt, dass ein solcher Staatsbürger dort in einem Krankenhaus liegt. Tu dir selber einen Gefallen, schließ eine
Auslandskrankenversicherung ab und auch eine Reiserücktrittsversicherung. Ich selber habe durch einen WDR-Beitrag durch Zufall bemerkt, dass die meisten Reisekrankenversicherungen nicht den Rücktransport versichert haben. Habe es dann sofort gecheckt und ja, tatsächlich, bei mir war es jahrelang nicht versichert. Es ist gut gegangen. Jetzt zahle ich im Jahr, ich glaube, 3 Euro mehr und habe den Rücktransport auch mit versichert. Ebenfalls solltest du auf alle Fälle auf deine Altersversorgung achten, dass du irgendwie in Deutschland selbstständig überleben kannst. Vielleicht hast du eine Wohnung, die du vermietest. Vielleicht hast du Aktienpakete, die dich über Wasser halten. Vielleicht gehst du ab und zu unregelmäßig arbeiten. Mach irgendwas für dein späteres Leben. Ich kenne ganz viele Menschen, die sind so mit 40, 50 ausgewandert nach Mittelamerika, sind jetzt 70 Jahre, möchten dort eigentlich nicht mehr leben, weil das Klima halt körperlich sehr anstrengend ist, merken halt, Deutschland ist im Alter doch besser, können aber nicht nach Deutschland, weil der finanzielle Background fehlt. Natürlich könnten sie zurückkommen nach Deutschland, könnten hier Bürgergeld beantragen, das möchten sie dann aber doch nicht. Trotzdem möchte ich auf meine Reisen nicht verzichten, weil ich halt auch unheimlich viel bekomme fürs Leben. Ich löse Probleme geschäftlicher wie privater Art sicherlich anders, als ich es tun würde, wenn ich nur den deutschen oder europäischen Kulturkreis hätte kennengelernt. Eine ganz simple Geschichte. Ich habe vor 15 Jahren angefangen, Insektenkochkurse zu geben. Ich habe ja damals als einer der ersten essbare Insekten für den menschlichen Verzehr in Europa vertrieben und mir da ein Netz aufgebaut. Und eine Marktschiene war halt Insektenkochkurse in ganz Deutschland. Und ich habe angefangen mit den Kochkursen in meinem Wohnzimmer, auf dem Wohnzimmertisch. Hätte ich nie gemacht, wenn ich nur die deutsche Kultur kennengelernt hätte. Wie du deine Reisen gut und günstig organisierst, erkläre ich dir in diesem Video. Und hier gibt es einen längeren Vortrag von mir.